Worauf muss ich mich als Autohändler in Deutschland einstellen? Was kommt, was bleibt und was wird gehen? Die Autovertriebstage werfen unter dem Motto Roadmap 2018 einen Blick auf die nächsten 10 Jahre. Immer von zentraler Bedeutung die Verbindung zwischen Hersteller und Händler. Audi-Vertriebschef Martin Sanders sieht den persönlichen Kontakt zum Kunden als das entscheidende Kernelement für den Handel. Aber Veränderungen wird es dennoch geben, vor allem beeinflusst durch die zahlreichen Plattformen. Wir werden in der Zukunft noch viel mehr als in der Vergangenheit gemeinsam überlegen müssen, was will der Kunde tatsächlich von uns. Und dazu müssen wir natürlich auch in Richtung der Plattformen gucken und ganz selbstkritisch hinterfragen, was machen die heute möglicherweise besser als wir. Und dann sicherzustellen, dass wir gemeinsam Hersteller und Handel in unserer Audi-Welt all das perfekt abbilden, was der Kunde auch in einer digitalen Welt von uns erfordert. Und da gibt es ganz klare Rollen des Herstellers und es gibt ganz klare Rollen des Handels. Konkret heißt das? Über das Thema Kundendaten müssen wir uns Gedanken machen, wie können wir Kundendaten gemeinsam nutzen. Wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie eine Vergütung des Handels künftig in diesem Multikanalwelt funktionieren kann. Zwei Beispiele, die wir aktuell diskutieren. Eins zeigt sich auf diesem Forum für Geschäftsführer sowie Vertriebs- und Verkaufsleiter. Die Kfz-Branche ist mitten in ihrem wohl größten Umbruch seit dem Bestehen. Es ist einiges, was die Händler umtreibt. Zunehmender Direktvertrieb, fortschreitender Konzentrationsprozess, Digitalisierung, Personalmangel, Verzahnung von stationären und digitalen Geschäftsfeldern, Investitionen in zeitgemäße Markenauftritte und. Doch dies muss niemand schrecken. Das Rezept scheint so einfach. Ändern Sie sich nicht, bleiben Sie einfach nur besser. Das Wichtigste, was Sie mitnehmen müssen, ist, eine Bereitschaft zu haben, Ihr Verhalten zu ändern. Das Verhältnis digitale Welt kriege ich nur dann hin, wenn Sie auch bereit sind, dazu zu sagen, ja, das will ich auch. Da habe ich Spaß dran. Einstellung ist für mich wichtig. Viel Stoff für die Händler. Wie erfindungsreich doch viele Autohäuser sind, kann man immer als von der Praxis für die Praxis was mitnehmen. Heute auch wieder hochinteressant, wie sich einzelne Firmen unterschiedlich entwickeln und in ihrer Art besondere Wege gehen. Es regt schon an, sich Gedanken zu machen. Wenn man im Unternehmen die ganze Zeit ist, kriegt man so diesen Tunnelblick und so kriegt man von außen eben einfach wieder verschiedene Eindrücke, Einblicke, sieht andere Denkweisen, nimmt auf alle Fälle was mit nach Hause. Mehr Digitalisierung ist notwendig bei uns im Autohaus, aber auch die Elektromobilität im Unternehmen, ja, die Kunden halt darauf hinzuweisen, dass es auch E-Fahrzeuge gibt, die sehr interessant sind. Sehr guter Eindruck, also hat mir sehr gut gefallen, nicht mit der, ich sag mal, Digitalisierung, wie es vorangeht, Elektromobilität, wie das hier von den Kollegen vorgeführt worden ist, da muss ich sagen, wir selbst sind so in den Startlöchern, aber man nimmt hier wirklich Impulse mit, um da wirklich weiter daran arbeiten zu können oder wir sehen auch, wir müssen einfach. Die Revolution hat letztlich längst stattgefunden. Jetzt heißt es damit umzugehen, auch wenn es holpert. Dies gilt gerade auch für das Thema Elektromobilität. Sie wird kommen, auch wenn Vision und Realität derzeit noch weit auseinander liegen. Auch wenn die Akzeptanz und damit der Absatz von Elektroautos in den kommenden Jahren weiter steigen wird, am Verbrennungsmotor führt noch ganz lange kein Weg vorbei. Die Elektromobilität wird die Automobilität in den nächsten 10 Jahren keinesfalls komplett auf den Kopf stellen. Sie ergänzt vielmehr die Antriebstechnik um eine weitere Variante. Um die individuelle Mobilität auch in Zukunft sicherzustellen, wird es sie auch weiter brauchen. Hochmoderne und umweltfreundliche Benzin- und Dieselmotoren.